troublesome. Check it out now. Wie haben Sie schon nach den ersten beiden Folgen der Season Focus Eindruck von der Bedeutung des pulsierenden Wirtschaftszentrums Guangdong mit den Städten Shenzhen und Songshan gewonnen? Heimatstädten von FITOC und Haitima. Hongkong ist ja bereits traditionell das Wirtschaftszentrum Asiens. Die Neuorientierung Chinas vor zwei Jahrzehnten hat dem aus allen Nähten platzenden Hongkong Raum gegeben, ins gegenüberliegende Festland zu expandieren. Neben der bereits erwähnten Automobilindustrie gibt es noch zahlreiche Unternehmen von Weltbedeutung. Build Your Dreams wurde 1995 gegründet, beschäftigt 150.000 Mitarbeiter und wurde 2010 vom US-Wirtschaftsmagazin Bloomberg zum leistungsfähigsten Technologieunternehmen der Welt gewählt. Huawei mit Sitz in Shenzhen, 1988 gegründet, beschäftigt ebenfalls 150.000 Mitarbeiter in 100 Ländern. 45% der Mitarbeiter sind in Forschung und Entwicklung tätig. Das Portfolio reicht von Vermittlungs- und Netzwerktechnik bis hin zu Softwarelösungen, Tablets und Smartphones. Bei Smartphones ist Huawei weltweit bereits die Nummer 3 hinter Samsung und Apple. Das zweifelsfrei bedeutendste und größte Unternehmen in Shenzhen ist Foxconn. In Spitzenzeiten beschäftigt Foxconn in Shenzhen, dem Longhua Campus, auch Foxconn City genannt, 450.000 Menschen. Und das ist nur einer der 35 Standorte in China des taiwanesischen Konzerns, der insgesamt 1,3 Millionen Mitarbeiter beschäftigt. Das Produktportfolio reicht von iPhones, iPads über Laptops von Dell und HP über Playstations von Sony bis zu Mainboards für Intel. FITOC ist Nachbar an einem der Foxconn-Werke. Gegründet 1998 durch Charlie Liu, risikofreudig, ehrgeizig, bestens ausgebildet, hungrig und jung. Im ersten Jahr die berühmte Garage, wenn auch etwas groß. 1000 Quadratmeter, zwei CNC-Maschinen. Heute Produktionsfläche 12.000 Quadratmeter, über 800 Mitarbeiter, davon 100 Ingenieure in Konstruktion und Entwicklung. 200 CNC-Maschinen, 40 Prüfmaschinen. Das Produktionssortiment umfasst mehr als 15.000 Artikel. Niederlassungen in Deutschland, USA und Middle East. Haitima im benachbarten Songshan, gegründet von Peter Shan, im Jahr 1984 und seit 2004 in Songshan. Songshan verarbeitet auf 42.000 Quadratmetern und auf weiteren 16.000 Quadratmetern in den Werken Taiwan und auf den Philippinen 100 Tonnen Edelstahl pro Monat im Gussverfahren. Gießerei zu Kugelhähnen, Schieberventilen und Gewindefittings. Fertigstellung auf nahezu 150 CNC-Maschinen. In China verlassen jedes Jahr 600.000 Ingenieure die Universitäten. Mehr über die Ausbildung in China und Human Resource Policy in der nächsten Ausgabe der Season Focus am Mittwoch, 5. November 2014 um 16 Uhr.